Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Erlenkrad. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Ja, in dieser Folge werden wir erstmal hier den Auftrag abschließen. Wir haben ja auch noch hier unseren Unballensammler, den werden wir auch gleich wieder zurückgeben. Und ich habe mir so überlegt, wir starten auch gleich dann weiter und werden uns erstmal Schafe kaufen. Gut, werden wir das jetzt hier mal abschließen. Feld 4 haben wir ja das letzte Mal abgeerntet und haben daraus auch noch ein bisschen Stroh gewonnen. Und jetzt schließen wir das Ganze hier ab, abschließen und haben das Ganze erledigt. Haben wir jetzt nochmal 3.411 Euro bekommen und wir sehen, jetzt ist auch alles hier weg. Können wir hier unseren Stroh-Einsammler gleich noch abgeben. So. Und dann haben wir das auch erledigt. Einmal hier abmachen das Ganze. Und wir brauchen jetzt auch gleich wieder was Neues. Und das werden wir uns auch nur mieten, weil es macht ja einfach gar keinen Sinn, wenn wir das Ganze hier kaufen würden. So. Einmal hier zurückgeben. Und fertig ist der Lack. Gut, dann schauen wir mal bei Tiertransporte. Wo ist das Ganze? Tiertransport, hier genau. Und zwar werden wir uns hier den Kleinen hier mieten. Der dürfte ja reichen. Ja, was kostet der uns wieder? 1224 Euro. Ja, langsam wird Zeit hier, dass wir wirklich mal ein bisschen mehr Geld haben. Immer alles zu mieten. Ja, ist auch nicht immer so schön. Man möchte ja auch irgendwie mal wieder etwas Neues und natürlich auch etwas behalten. Aber ja, momentan haben wir ja noch nicht so viel Geld, aber ich hoffe, das wird noch. Und klar könnte ich mir auch einen Kredit aufnehmen, aber ich möchte das hier so ein bisschen mit euch quasi von null bis, ja, vielleicht mal irgendwann bis zum Millionär. Wobei wir noch ziemlich weit entfernt sind. Ja, so weit möchte ich das eigentlich so mit euch gemeinsam spielen. So, fahren wir hier vorne wieder rum. Und ich will natürlich auch hoffen, dass wir keinen Kredit aufnehmen müssen. Irgendwann mal. Nur mal in die Innenansicht. Ja, weil dann muss man auch wieder den Kredit noch abbezahlen. Dann kommen die Zinsen natürlich auch wieder mit dazu. Aber naja. Momentan klappt es ganz gut. 184.781 Euro haben wir. Und ich denke mal, das sollte auch erstmal passen. Natürlich müssen wir auch noch ein bisschen auf unserem Hof was erledigen. Wir können zum Beispiel auch noch ein paar Kühe noch kaufen, weil die paar, die wir jetzt haben, ja, das reicht noch nicht so ganz. Da können wir auch mal noch ein bisschen Geld ausgeben dafür. Das ist ja auch gut investiert. Können wir auch mal wieder Butter herstellen. Das hat sich natürlich auch ganz gut gelohnt, wenn man sich das natürlich ein bisschen größer vorstellt, das Ganze. Also nicht nur diese vier Fässer, sondern eventuell, ja, so 10 Fässer mal fertig machen. Da bekommen wir auf jeden Fall auch gutes Geld dafür. So, jetzt schauen wir mal hier. Auch wenn wir hier nicht so alles immer sehen. Und dann fahren wir jetzt erstmal los zum Viehhändler. Und werden dort erstmal ein paar Schafe kaufen. Damit es da auch mal wieder ein bisschen vorangeht auf unseren Hof, um wir natürlich auch wieder ein bisschen Einnahmen sichern können. So, jetzt muss ich echt mal überlegen. So oft war ich jetzt da noch gar nicht, wo wir jetzt hier langfahren müssen. Ich glaube, ach, wir sind hier schon richtig. Ich dachte, wir müssen irgendwo hier links rum. Ne, wir müssen rechts rum. Weil hier sind wir ja schon richtig
So, fahren wir einmal hier rum. Und einmal hier hin. Ups, müssen wir ein bisschen aufpassen. Und dann können wir uns hier hinstellen und das Ganze aufladen. So, schauen wir mal, wo sind unsere Schafe? Hier sind sie. Oh, 1500 Euro wollen sie haben für ein Schaf. Das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Aber ja, wir müssen ja irgendwann mal anfangen damit. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir uns ihr Stück. Und schwarze, naja, brauchen wir nicht. Hier so braune nochmal. Nehmen wir uns am besten auch 4 Stück. Oder, ja, komm, machen wir 5. Hier auch 5. Somit haben wir 10 Schafe jetzt. Und natürlich auch 15.000 Euro weniger. So schnell geht das Geld auch wieder weg. Gut, fahren wir jetzt hier gleich zurück zu unserem Hof. Und dann werden wir erstmal die Schafe dahin bringen. In unseren Schafstall. Und dann können wir eigentlich dann jetzt nur noch warten. Ja, wie gesagt, ein paar Kühe werde ich auf jeden Fall noch kaufen. Also da wird man wohl nicht drum rumkommen. Oh, fährt gerade der Zug mal wieder lang. Den verpasse ich ja immer ganz gerne mal. So. Weiter geht's. Ja, auf jeden Fall müssen wir noch ein paar Aufträge erledigen, um hier natürlich auch noch ein bisschen an Geld zu kommen. Ich denke mal, ja, wenn wir so ungefähr so bei 250 bis 300.000 Euro sind, dann können wir auch mal wieder eine größere Investition machen. Und zwar werden wir uns dann auf jeden Fall eventuell schon die BGA leisten. 119.000 kostet die, glaube ich. Könnten wir uns auch jetzt schon leisten. Aber dann haben wir wieder keinen Spielraum mehr. Wenn wir jetzt hier noch irgendwas brauchen, was wirklich dringend ist. Somit müssen wir ja dann erstmal wieder warten, bis die Tiere dann Milch produziert haben oder Eier. Wir haben ja noch unsere Hühner. Also das würde dann auch wieder zu lang dauern, das Ganze. Deswegen warten wir noch ein bisschen und sparen natürlich auch noch ein bisschen unser Geld. Und werden auch, wie gehabt, die Wiesen abmähen und da vielleicht eventuell ein wenig Geld draus zu machen. So, verschieben wir mal das Ganze und dann sind die jetzt hier in unseren Schafweide. So. Denken wir mal hier aus. Hier habe ich jetzt auch schon angefangen. Müsste eigentlich auch schon bald fertig sein. Ich muss mal hier schauen im Menü. Ja, Silage haben wir schon 100%. Also da hätten wir ja schon mal was für die BGA zum Füttern. Weil so viel Silage brauchen wir ja. Weiß Gott nicht. So, gehen wir mal kurz hier rein. Ich weiß gar nicht mehr, wo das hier war. Ich glaube hier. Ja, genau. Und ja, hier flitzen sie rum. Brauchen noch ein bisschen Stroh. Und noch ein bisschen Gras. Und dann sind die eigentlich auch schon glücklich. Ja, perfekt. So, werden wir hier den Joskin noch wegbringen. Haben wir ja natürlich auch wieder Geld gelassen. Alles kostet ja immer Geld. So, fahren wir hier gleich wieder zurück zum Händler. Werden den auch gleich abgeben. Sonst müssen wir ja noch einen Tag bezahlen. Und das brauchen wir ja jetzt erstmal nicht. Obwohl ich eigentlich sagen müsste, könnten wir eigentlich nochmal eine Tour schnell machen und könnten uns hier noch ein paar Kühe holen, wenn wir hier schon mal einmal dabei sind. Ja, das werden wir jetzt auch noch schnell machen in dieser Folge.
Da geht die Folge halt heute wieder ein bisschen länger. Aber somit haben wir dann mindestens schon mal wieder ein bisschen mehr geschafft. Und dann können wir natürlich den Hänger noch wieder zurückbringen. Da würde ich sagen, nehmen wir vielleicht auch nochmal so, ja, 10 Kühe so mit. Und dann schauen wir mal, wie wir damit auskommen. Ja, vielleicht können wir ja auch nochmal in der nächsten Folge nochmal ein paar Kühe kaufen. Immer mal so ein paar Kühe, das wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt. 50 Kühe passen ja in unseren Stall. Also da können wir ja noch einige uns holen. Und natürlich auch die Milch so ein bisschen hochtreiben, damit wir dann natürlich auch Butter machen können. Ich finde ja doch schon, die Butter ist eigentlich schon ganz gut angepreist von den Preisen her, was wir am Ende so rausbekommen. Deswegen, das könnte sich auf jeden Fall gut lohnen hier für unseren Hof, um da noch ein bisschen an Geld zu kommen. So, was nehmen wir denn? Braun-Weiße, wir nehmen die klassischen Schwarz-Weiße. Oh, 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sogar nur. Und ja, gut, dann nehmen wir halt 6 Stück mit. Und kostet uns natürlich auch gleich wieder 15.000 Euro. Also sind wir heute, ja, war halt nicht so ein cooler Tag, finde ich. Wir sind halt mal ganz locker 30.000 Euro losgeworden, dass wir das eigentlich verdient hätten, ne? Aber naja. Ich denke mal, das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist eine ganz gute Sache, hier noch ein bisschen mehr Tiere zu kaufen. Natürlich auch schneller in die Milch zu kommen. Also das lohnt sich, denke ich, doch auf jeden Fall. So, ja, den Pöttinger muss ich auch noch wiederholen. Der steht auch noch hier auf dem Feld 4. Ja, erstmal schnell die Vorfahrt hier genommen. Wir haben es eilig hier. Wir haben keine Zeit. So, einmal hier hoch wieder. Ja, unsere Wiese ist auch schon wieder fertig. Also da können wir auch schon wieder loslegen. So, da können wir jetzt hier gleich das Ganze abladen. Ich glaube, hier vorne müsste das gehen. Einmal hier hin. Jawohl, hier sind wir richtig. Und dann verschieben wir uns gleich die 6 Kühe hier noch. Oh, war da eine Braunweise? Wollte eigentlich die Schwarzweisen. Ja, jetzt haben wir Braunweise gekauft. Ja, ist egal. Gut. Ja, und das soll es auf jeden Fall jetzt erstmal gewesen sein von dieser Folge. Abonniert doch meinen Kanal und lasst doch natürlich auch ein Däumchen da, wenn dir das Ganze gefallen hat. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten und ja, ich bin raus. Tschüss, macht's gut.